Wir spielen im heutigen Video ein Mario 3D World Troll Level, was mich komplett hops genommen und verarscht hat. Die Frage ist ja, können wir dieses Level schaffen, ohne komplett wahnsinnig zu werden? Und wenn du weitere Videos dieser Art sehen möchtest, klick jetzt auf den roten wunderbaren Button. Moin Freunde, mein Name ist David mit dem einzig wahren Umlaut und willkommen zu einem wunderbaren neuen Troll Level hier in Mario 3D World. Was soll ich sagen, können wir dieses neue Troll Level für Mario 3D World schaffen? Ich weiß es nicht. Ende. Das erste ganz auffällige in dieser Mod ist, sind eindeutig das Gewächs hier unten. Warte, Pusteblumen heißen die Dinger. Ja, Pusteblumen heißen die Dinger. Digga, warum ist dieser Vogel so riesig? Kann ich in den... Oh, wir können den Vogel ganz einfach verscheuchen. Also, vermutlich möchte das Game, dass wir jetzt hier eine Arschbombe machen und dementsprechend holen wir uns den ersten Troll. Aber ich schlag vor, dann geben wir dem Game diese Genugtuung, oder? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich hab's vorausgesehen. Okay, Vogel, verpiesel, miesel dich. Wir machen mal einen wunderbaren... Ah, guck mal, nein! Ah, wir können da schon mal nicht rüberspringen. Okay. Ist es denn möglich, hier irgendwo am Rand entlang zu kommen? Eventuell hier am Zaun? Nein. Wir ziehen uns noch mal die andere Seite. Ah, nein! Bin zu blöd dafür. By the way, lustiger Funfact an der Stelle. Wir sind nicht in der Lage, einen Hechtsprung zu machen. Scheibenkleister, ich wollte es probieren. Na, ich wollte probieren, eine Arschbombe darauf zu machen, um dementsprechend einen Walljump zu starten. Also, wir können keinen Hechtsprung machen, da das hier die Wii U-Version ist. Aber zieht euch rein. Meine Theorie war gar nicht mal so falsch, dass wir die ganzen Blöcke hier. Yes, Sir! Erstmal. Hä? Woran bin ich jetzt gestorben? Aha, vielleicht dürfen wir die Blöcke nur nicht so weit nach oben holen. Wir probieren mal hier reinzukommen. Bitte, bitte. Bro, Mario, come on, diesen Sprung musst du doch hinbekommen. Ich kann da nicht rein. Hier ist eine unsichtbare... Nein, 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 Wand! Also, wir können die Blöcke nach oben holen, aber nicht so weit, wie ich es getan habe. Yes, bingo! Das sieht herrlich. Wir haben einen freaking Stern bekommen. Das müsste der richtige Weg sein. Oh, yo! Spiel? Oh! Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das sieht schon mal richtiger aus als vorhin. Wir haben die Möglichkeit, die Kameraperspektive zu drehen, aber hier ist wirklich nichts. Wenn wir hier durchspawnen, sind wir tot. Aber was dann? Hui. Oh mein Gott, oh yes, we have it. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Wir mussten ein bisschen weiter nach vorne springen. Kurz zur Erklärung, was dort passiert ist. Die Piranha-Pflanzen sind nicht ohne Grund da, denn wir müssen auf die drauf springen, weil der Boden nicht existent ist und man da durchfällt. Dementsprechend muss man warten, bis der Stern aufgehört hat und auf die Piranha-Pflanzen springen. Alright, alright, alright. Es ist immer wieder schön, vor allem in solchen Leveln einen Progress zu haben. Können wir... Wir können hier drauf springen, ohne dass wir sterben. Ich liebe sowas, Freunde. Ich liebe sowas. Wir haben ja bereits 2 Troll-Level auf diesem Kanal mal gespielt im Mario 3D World. Und es ist jedes Mal ein sehr, sehr wunderbares Ereignis. Macht immer sehr viel Spaß, Freunde. Kappa. Okay, wenn ich durch die Röhre gehe, sterbe ich? Nein, dankeschön. Wir sehen auf jeden Fall schon mal eine Schlüsselbox und müssen dementsprechend... Würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen? Mindestens so weit. Einen Schlüssel zu finden. Vermutlich. Weiß, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Hier ist eine unsichtbare Wand. Wir können hier nicht durch, aber durch die Röhre schon und sterben. Ich wusste es, dass wir... Mann! Okay, um diesen Troll zu schaffen, müssen wir warten, bis der Stern vorbeigegangen ist. Und dann können wir auf die Piranha-Pflanze springen. Hä, Digga, als ob... Vielleicht können wir an den anderen Baum dran, an den hier? Aha, bingo! Mein Game ist crashed. Muss ich das Game jetzt neu starten? Wow! 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 Digga, was ist das denn? Okay, let's go! Also, bin ich in der Matrix gefangen oder so? Ich glaube, ich bin... Oh, ich bin gestorben. Ich war in der Matrix, Freunde. Normalerweise ist da eine unsichtbare Wand, aber diese unsichtbare Wand kann man... Oh, doch nicht hintergehen, Freunde. Ich habe mich geirrt. Freunde, ich habe eine Idee. Wir haben dort hinten ja die Blöcke und sind als kleiner Mario unterwegs. Vielleicht, wenn wir die Koopa-Shell benutzen, können wir den entscheidenden Game-Changer bzw. Game-Breaker holen. Versteht ihr? Weil wir die Steine breaken. Yeah, Nummer... Nein! Hier ist eine Box. Scheibenkleister habe ich verkackt. Ey, Koopa, hast du eventuell noch eine... Koopa hat noch eine Shell für mich über. Lol, what? Warum ist es aufgeploppt? Haben wir einen Schlüssel eingesammelt? Wow! Okay, das war, glaube ich, richtig. What a wang. Digga, normalerweise, wir haben hier einen Greens... Wow. Da auf dem Boden waren ein... Da sind einfach Stacheln rausgekommen. Okay, ich habe überall Angst, dass wir durch den Boden fallen können. Das passiert häufig mal in... Wie ist das passiert? Ich habe es gerade erwähnt.
Alles klar. Ist es möglich, an diesen Stern ranzukommen? Das wird... Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht vom Boden. Vielleicht müssen wir aber auch einfach so rüberjumpen. Kann ja sein, oder? Spiel, lass hier bitte... Bitte, bitte, keine unsichtbare Wand, Mann. Danke. Kein durchfallender Boden? Yeah, aber jetzt fallen wir durch, oder? Wie soll man denn sonst an den Stern kommen? Ich frage mich, ist es eventuell... Yo! Oh, 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 oh. Okay, mit ein bisschen Anlauf können wir da dran springen. Alright, okay, cool. Beziehungsweise mit genügend Abstand vor diesem Loch dort unten. Mario, spring einfach rüber. Einfach, einfach rüber, okay? Dankeschön, genau so. Und boah, bitte lass hier nicht irgendwo ein Troll sein, bitte. Steffe, Bubble. Sprachen lernen, Bubble. Treppe bitte, Treppe bitte. Dankeschön, kommen wir hier rüber, ohne zu sterben? Wow, das ist möglich? Und jetzt, wenn wir durchgehen, ist das ein Troll. Das ist ein Troll, oder? Was? Wo kommen wir hin? Go! Ich bin nicht gerade wirklich an die Minigumma. Nein, nein. Ich kann das alles nicht mehr, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, diese nervigen... Nein, nicht... Du stirbst jetzt nicht an einem Kack-Galumba oder wie die Dinge auch immer heißen. Also das sieht aus, als ob man da irgendwie rüberjumpen könnte, könnte. Alter, nein. Ich will nicht auf diese Plattform da drauf springen. Da sterben wir hundertprozentig. Oh Mann, warum ist da so ein wunderbarer Hase? Hase, du hast einen Stern, ne? Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Wenn ich jetzt zu dir hinspringe, da sterbe... Ich habe keinen Bock mehr zu sterben, ey. Das ist aktuell so eine Qual. Wir gehen einfach trotzdem mal in die Röhre hinein, um zu gucken, wo wir prinzipiell rauskommen würden. Ey, das ist so ein Witz, sorry. Ey, Mann! Wie oft will ich noch da sterben? Ey, ohne Witz, ich mache mit euch jetzt eine Wette. Wenn ich da reinspringe, das ist der Tod, das ist ein Troll. Oh, wow, damit habe ich ja null gerechnet. Oh. Wir folgen einfach mal dem Pfeil, bitte. Ah, du, verpiesel-miesel dich einfach. Bitte lass mich nicht sterben. Ich muss jedes Mal das Level neu anfangen. Wisst ihr, wie nervig das eigentlich ist, das Level neu anzufangen? Nein, oh, nicht auf die Blöcke drauf. Ich hab richtig Schiss. Hier passiert noch irgendwas. Irgendwas würde definitiv noch passieren, aber ich weiß nicht was. Wenn wir durch die Röhre gehen, werden wir... Hä? Ich schwöre auf mein Leben, ich habe das gerade nicht gedrückt. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit... ist für uns oft unsichtbar. Ich habe das gerade nicht gedrückt. Mario ist von alleine zu der Röhre hingegangen. Ich sag's euch, wie es ist. Ist dieses dreckige, verfluchte Level. Es kann nicht zu Ende sein. Da steht da Hint. Oh nein. Oh nein. Wie soll das denn funktionieren? Ich gehe da einfach mal durch. Brauchen wir noch so ein Double-Item dafür? Wir haben noch nicht nachgeschaut, wo prinzipiell der dritte Stern sein müsste. Und zwar... Okay, wir haben schon mal überlebt. Prinzipiell müsste hier sein. Er ist aber nicht da. Wir haben nur eine ominöse Warp-Box mitten im Nix. Das ist so hundertprozentig wieder ein Kack-Troll, der mich wieder komplett zum Ausrasten bringen wird, oder? Ist der Stern irgendwo hier in irgendeiner Ritze? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir mal in die Warp-Box und... Oh shit, Friendos, seht ihr das dort hinten? Da ist irgendwas. Theorie, wir müssen nach oben. Andere Theorie, wir sterben an dem Baum hier. Sterben wir, wenn wir ganz nach oben klettern? Können wir da überhaupt so rüber? Sterben wir? Sind wir tot? Sind wir dead? LOL, what? Also wenn wir nicht komplett nach oben zum Baum gehen, funktioniert... Achso, okay, dann funktioniert's natürlich. Was bekommen wir denn Schönes, wenn wir den Hasen fangen sollten? Ja, die Rede ist auf jeden Fall... Oh, eine wunderbare Münze. Yo, das sind Trampoline. Können wir da einfach draufjumpen? Wow, what? Woher kommst du denn, Meister? Oh nein, wir müssen hundertprozentig mit dem bis zum Ende des Levels gehen und ihn jedes Mal nach vorne werfen und mitnehmen. Alter, wie bekommen wir den da? Wow. Nein, der ist jetzt einfach da durch. Okay, Freunde, ganz, ganz gechillt müssen wir irgendwie hier nach oben kommen. Vielleicht können wir uns drehen. Wir müssen werfen und ihn immer wieder auffangen. Come on, Baby, come on. Ja, oh mein Gott, er ist oben. Wir gehen durch die Röhre und hoffen, dass wir nicht sterben durch irgendeinen Kack-Troll. Okay, Bro, wir haben dich, wir haben es. Jetzt sind wir hier drauf und was passiert dann? Ist es die richtige Warpbox? Es muss die richtige Warpbox sein. Was steht hier? Vor... Hä?
Ich weiß nicht, was da steht. For kill? Nein. Oh nein, 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 nein. Ich muss das Level mit Luigi spielen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass dieses dreckige Level endlich aufhört. Der letzte Stern ist mir egal. Und der Hintergrund ist überhaupt nicht verbuggt oder so. Bitte lass es enden, bitte lass es enden. Warum? Wo bringt uns das hin? Wo? Ja. Es ist zu Ende. Freunde, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Dieses dreckige Troll-Level hat mich komplett hops genommen. Du hast Bock auf ein weiteres Troll-Level, wo ich genauso reagiere wie jetzt? Dann zieh dir auf jeden Fall dieses Video rein und viel Spaß bei den nächsten Trolls.